Suchst du dein Essen? Das habe ich gerade weggeräumt, hör mal. Ich meine ja nur. Hier. Öffnen. Hier. Brownie. Wolltest du gerade selber, ne? Hat denselben Gedanken wieder wie ich. Naja. Was möchtest du denn hier? Rumpfbeugen machen? Kannst du danach direkt hier. Training, Rumpfbeugen auf dem Fußboden. Und dann will sie rumalbern. Mit El Niki. Wo ist die? Im Pool. Ja. Ich meine, wir sind in der Wüste. 21 Uhr. Ist immer noch warm genug. Oh. Hat sich selber irgendwas erfüllt? Himmel mit Teleskop beobachten. Ja, haben wir nicht. Da müsstet ihr zu mir kommen. Aber wahrscheinlich bin ich auch gerade nicht da, ne? Ja, ja. Ich bin wahrscheinlich gerade nicht da. Hör mal, du kannst ja ruhig ein bisschen runden schwimmen. Du musst da jetzt nicht einschlafen im Wasser. So, was macht die andere? Mit jemandem Hüfttanz vollführen oder hier mit Niki rumalbern. Ja, pass auf, dann komm doch mal hierher. Energiegeladen runden schwimmen, jawohl. Sind die dann schneller? Ist das dann Turbo-Schwimmen oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, wir werden es gleich sehen. Ach ja. So, und rein damit. Genau. So. Aber das sieht jetzt auch nicht anders aus. Oh, doch, es ist ein bisschen schneller, ne? Kann das sein? hier, könnt ihr jetzt mal spritzen hier vielleicht? Jetzt macht sie erst hier ihre Runden. Okay, hör mal auf mit den Runden. Ich möchte wissen, ob ihr euch mal hier voll spritzen könnt. Muss doch möglich sein. Na, no, jetzt kommt die Alte raus aus dem Wasser. Nein. Hier hinschwimmen. Geh da rein. Ja. Das hat noch nicht einmal geklappt hier mit euch. Hier, spritzt sie doch mal nass. Das muss doch möglich sein. Ja? Schaffen wir das? Schaffen wir das heute noch? Oh, na also. Ich habe schon gedacht, ihr werdet kaputt. Ey, echt? Da hinten gehen die ganzen Kerle. Okay, das scheint ihr Spaß zu machen. Machen wir es gerade nochmal. Könnt ihr hier nicht auch sowas wie Luft anhalten unter Wasser oder so? Doch, könnt ihr doch bestimmt auch, ne? Hier kann ich aber nur Runden schwimmen. Ja, über Obstkuchen. Aha, aha, aha. Mehr Auswahl. Unfug. Lustig. Könnt doch hier bestimmt auch unter Wasser tauchen, oder nicht? Kann ja nicht wahr sein. Aber irgendwie mit alten Freundshakern. Ihr könnt mal ein bisschen tratschen. Und dann könnten wir noch mal ein Geheimnis ausplaudern. Ich glaube, das hat Paris ganz gut gefallen mit dem Geheimnis. Das fand sie doch witzig. Beide haben ihre Badelatschen an. Das finde ich ja besonders schön. Ach so, aber das macht ihr jetzt nicht im Wasser. Dazu geht ihr raus, oder was? Ja, ihr könnt euch dann auch gerne mal hier auf die liegen. Habt ihr da eigentlich schon mal draufgelegen? Die habe ich euch extra besorgt. Ach, sie muss aufs Klo. Du kannst dich aber hier draufsetzen. Ach ja. Ein bisschen Mondschein. Mondschein-Shining. Mondscheinbaden. Sonnenbaden, Mondscheinbaden. Ich glaube, deine Schwester möchte aufs Klo. Pinkelt die jetzt in den Pool? Ach, das finde ich aber nett, oder? Setzen die sich da so zusammen? Sie sitzt da am Beckenrand, das finde ich hübsch. Das ist hübsch. Ich freue mich, wo Niki immer das Essen hinsteckt. Das ist unfassbar. Unfassbar. Oh, über Aliens theorisieren, das können wir mal machen hier. Also die Aliens, die ich so kenne, die haben nur ein Auge und sind grün. Das finde ich schön, dass die beiden sich so gut verstehen. Ja, aber jetzt möchte sie aufs Klo. Jetzt geht's nicht mehr, ne? Wie jemanden eine Parodie machen und mit ihr rumalbern. Ja, Fräulein, wenn du aufs Klo musst, dann geh doch. Ich halte dich nicht.
Du hältst dich selber gerade auf mit deinem Obstkuchen. Ne? Du kannst ihn nicht entscheiden. Obstkuchen oder Toilette? Machst du auch in den Pool? Ich weiß ja nicht. Ist ja dein Pool. Kannst ja mitmachen, was du willst, ne? Ist mir ja grundlegend Rille. Ja, bist du noch nicht sicher? Also, solange wie du an dem Obstkuchen rum isst, also da hätte ich mir schon lange in die Bikinihose gepullert, ganz ehrlich. So, wo ist sie denn? Ach, wie, sie ist schon schlau? Sie ist schon schlau. Sie geht da direkt aufs Klo. Sehr cool. Okay. Und jetzt geht sie ab in die Haya-Popaya-Kiste. Na wunderbar. Und was macht die andere? Aufwaschen? Ach, Geschirr spülen. Das ist nett. Vor allen Dingen, weil sie immer noch nicht aufs Klo ist. Mal sehen, wie lange sie das aushält. Macht auch dauernd Sachen mit Wasser, ne? Das ist auch... Ja! Genau! Das ist auch sehr zuträglich, wenn man pinkeln muss und dann auch dauernd irgendwas mit Wasser macht. Aber sie ist glücklich, das ist schön und ihre Werte sind ganz gut. Das freut mich, weil dann kannst du das hier gleich reparieren. Höhö. Kriegst du gleich noch ein bisschen Geschicklichkeit oder was es ist, ne? Höhö, ja. Ja, du. Mach das mal heile hier. Das können wir so nicht lassen. Unhaltbare Zustände, wenn hier mal alles kaputt ist. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Ich habe schlimmer erwartet. Normalerweise geht bei den Sims ja immer gleich alles kaputt. Vor allen Dingen, wenn man nur dieses billige Zeug hier hat. Naja, ja, ja. So, du möchtest... Ach so, Programmierfähigkeit. Haben wir eigentlich hier einen Computer? Ach nee, ich hatte mir einen Computer gekauft, ne? Euch hatten wir gar keinen Computer gekauft. Ein gewöhnliches Tuning-Teil, das ist ja cool. Wir hatten euch keinen Computer gekauft. Was denn? Müll? Mach's halt weg. Könnt ihr aber mal gerade gucken. Mach mal hier. Bitte hell. Hier kommt überhaupt kein Licht rein durch diese kleinen, piepeligen Fenster, ne? Jetzt mal im Ernst. Ein Computer. Können wir mal... Das ist ja cool hier. Gleich mit den Fröschen. Dahin. Und die beiden Frösche können... Die stören hier nicht, ne? Wieso kann ich die nicht direkt da an die Wand? Setze ich ihn dahin. Und den daneben. So, Platz genug, um ins Bett zu kommen. Ja, müsste eigentlich sein. So, lass mich mal schauen. Dann holen wir doch mal... Büro, einen Schreibtisch. Ich finde diesen ganz einfachen hier eigentlich ziemlich genial. Ganz ehrlich. Finde ich gut. Und der ist auch ganz cool. Was? Kampfschreibtisch? Aha. Nee, den brauchen wir nicht. Wir können hier so einen ganz einfachen nehmen. Was haben wir hier für wilde Farben? Ach, jetzt geht das wieder los. Das Problem hatte ich doch bei mir auch schon. Ne? Ich nehme hier so ein dunkles, hässliches Ding. Und dann, ja, wir haben ja hier ein bisschen mehr Geld. Dann nehmen wir vielleicht hier den, was haben wir denn da? Spaß 8, Zuverlässigkeit 8, Programmierfähigkeit, Comedy schreiben. Ja, dann nehmen wir den für 4000. Wir können es uns ja leisten. im Gegensatz zu mir, ne? Den oder den. Schwarz ist natürlich sehr dunkel. Bisschen Farbe. Ich mag dieses Grün sehr gerne hier. Das ist eher so ein Kinderstuhl, ne? Was haben wir denn hier noch? Ach so, Level 7 der Arztkarriere. Das haben wir natürlich noch nicht. Oh, hier schreibt der Stuhl der Boss. Okay, in welchen Farben? Sag mal Orange. Mhm. Grau. Ja, hier, komm hier. Gönnen wir dem Kind mal was. So, dann komm mal hierher. Dann kannst du doch vielleicht mal hier programmieren üben. Was auch immer. Oh ja, du mit deinem Obstkuchen. Oh, da. Dreck. Mist, aber die Teile will ich ja auf jeden Fall plündern. Lass ich den Dreck mal liegen. So, Programmierfähigkeit. Oh je, jetzt ist sie sehr verspielt. Der Gesichtsausdruck. Auch nicht schlecht.
Programmierst du denn da jetzt, man weiß es nicht, irgendwas Lustiges oder was? Ich kenne da gar keine Befehle mehr. Ich weiß nur slash dir, slash run. Was gab's da noch alles? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon zu lang her irgendwie. Aber es sieht gut aus, was sie da treibt, ne? Jetzt mal im Ernst. So, Labortechnikerin beginnt in 2 Tagen. Okay. Aber wir haben doch schon Sonntag. Wenn sie montags anfängt, wie kann denn das 2 Tage sein? Ja gut, okay, ich meine es mitten in der Nacht, aber... Aber Sonntag mitten in der Nacht, eigentlich ist es doch nur noch ein Tag und ein paar Stunden. Hast du jetzt ein Pupskissen erfunden oder was war das da gerade in deiner Kopfblase? Man weiß es nicht. Aber das sieht auf jeden Fall total gut aus hier. Sie hat vorher alles schon gemacht. Die Niki ist so schlau. Unfassbar. So, programmierfähig. Da, programmieren. Okay. Und was wolltest du da? Warum taucht das jetzt hier nicht auf? Da bin ich jetzt gerade aber echt verwirrt. Stand doch irgendwo, sie wollte... Ach nee, das war hier. Das wollte sie höheren Level erreichen. Das pinne ich dir mal fest. Ulabe. Und dann kannst du mal ein bisschen schneller programmieren hier vielleicht, ne? Damit hier dein, jetzt deinen Punkt auch bekommst, den du unbedingt wolltest, ne? Das bringt uns 100 von diesen Punkten. Diese Lebenszeitbelohnungsgeschichte, okay. Sehr cool, und sie hat ihn gleich. Sie hat ihn gleich. Yes, Baby. Level 2. Was wolltest du denn? Oh, ja, mixen. Was denn noch alles? Ja, Renaissance-Simpel. Will alles, ne? Ach ja, in Pfütze spielen. Echt, haben wir denn mal hier eine in der Küche? Da war doch kaputt. In der Küche war doch kaputt. Haben wir hier eine Pfütze? Nö, hier ist keine Pfütze. Ist aber schade. Hier, dann, plünder doch mal bitte. Hier, spielen. Okay, wir spielen erst mit dem Müll. Dann wird er geplündert und dann können wir ihn wegwerfen. Bin ich total dafür. Komm, hör auf da. Ein Punkt reicht dir jetzt erstmal, ne? So langsam kriegst du nämlich auch Hunger und ich möchte gerne noch, dass du hier Müll spielst. Dreh dich doch... Ich wollte gerade sagen, dreh mir doch nicht immer... Oh, den Rücken zu. Mach dir das Spaß. Jo, bist glücklich. Hier, nimm die Teile mit. Wer weiß, wofür wir die nochmal gebrauchen können. Ey, da ist so viel Zeug drinnen. Und sie nimmt wieder nur ein Teil raus, oder was? Nee, zwei. Zwei Tuning-Teile. Okay, jetzt liegt der Müll hier drüben, dann schmeiß den weg. Den brauchen wir hier nicht. Den brauchen wir hier nicht. Geil, wie dieses Ding schreddert und dabei Geld macht. Finde ich... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier, du nimmst mal. Oh, sie kann das verbessern. Okay, robuste Armaturen. So viel Zeit muss sein. Wo willst denn du hin? Nee, bleib mal hier. Sie kann das jetzt hier verbessern. Das ist ja cool. Das kann sie auch verbessern. Robuste Armaturen. Cool. Ja, wenn du das gemacht hast, dann kannst du nämlich hier gleich noch vielleicht eine Runde baden, wenn du möchtest. Und dann hast du Hunger. Hast du auch irgendwas noch? Außerdem Obstkuchen. Nee. Hä? Ist denn dieser Obstkuchen? Was ist denn das hier? Ach, das war Grillkäse. Das ist doch der Obstkuchen hier von ihr. Warum kann ich den jetzt hier aufräumen? Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Kann ich den... Ich kann den selber auch nicht nehmen. Also irgendwie ist es ein bisschen buggy hier zum Teil, habe ich das Gefühl. Naja, wenn, dann kannst du hier den Grillkäse noch essen. Oh Gott, es quält sich aber auch hier einen ab. Meine Herren, verrenkt dir ja nicht das Kreuz, ne? Das fände ich jetzt nicht so gut. Du musst bald zur Arbeit. Und immer schön mit dem Hut auf und der Sonnenbrille. Wunderbar.
Wie lange dauert es, bis du das verbessert hast, sag mal? Genau, schraub mal schneller hier. Jawohl, und rein. So, Installation der Badewannenverbesserung abgeschlossen. Super, da kann man doch gleich viel besser baden. Bist du jetzt irgendwie dreckig gerade im Gesicht? Sag mal, ja, ne? Du bist irgendwie schmuddelig. Warum fühlst du dich denn jetzt unwohl? Oh, Paris muss schon wieder zur Arbeit, das arme Schwein. In einer Stunde. Fühlst du dich unwohl, weil was? Ach so, wegen müde. Ja, wenn du mal schneller machen würdest, ne? Ja. Wenn du mal schneller machen würdest, dann hättest du schon längst gebadet und gegessen gleichzeitig. Oh, was gibt's denn bei ihr? Ein Joghurt? Alter, Paris. Ichi, ja, ja. Wann hast du denn den Joghurt hergestellt? Ich kriege ja hier überhaupt nichts mehr mit. Aha, aber der Joghurt macht sie irgendwie kokett anscheinend. Sie möchte ein Techtelmechtel mit jemandem. Ja, so weit sind wir aber doch noch nicht. Oh Mann, oh, ich kann's ja jetzt nicht halten. Du musst jetzt erstmal dann an der Arbeit retten, was zu retten ist. Nein! In der Wanne eingeschlafen. Ja, das geht natürlich auch, ne? Ich meine, das ist auf jeden Fall zeitsparend hier. Da brauche ich mal, ich brauche mal ein Foto davon. In der Wanne eingepennt. Hauptsache, du säufst mir nicht ab, ne? Ja, Wajabu, du bist auch Wajabu. Was möchtest du denn jetzt eigentlich alle gleichzeitig? Ja, Hunger hast du doch auch. Du bist schon ein bisschen gaga jetzt, ne? So, genau. Iss mal deinen Grillkäse jetzt noch auf. Schmeckt er dir nicht mehr? Ja, er hat es schon langsam hinter sich, ne? Sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ja, nein, das ist gar nicht dein Zimmer. Oh, scheiße. Ich glaube, ich schicke sie mal lieber alleine los. Ach, oder soll ich mitmachen? Was ja doof, nee. Ich schicke sie jetzt mal alleine los. Vielleicht macht sie das alleine besser, als wenn ich dabei bin. Jetzt muss ich mich erstmal um Niki, die geht jetzt schlafen. Mann. Milo, wirst aber auch nicht fertig, ne? Ehrlich. So, und Paris, du wirst mal vielleicht... Oh, mit Kollegen flirten? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gerade ist. Nee, du wirst mal fleißig arbeiten. Wir finden dir schon einen Kerl. So, jawohl. Stell einfach alles hin, schlepp dich ins Bett. Und für Paris werden wir schon einen Kerl auftun. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt an der Arbeit machen. Warte mal, nicht so schnell, Fräulein. Nicht so schnell, wo hast denn du jetzt eben... Ich hab's doch eben noch gesehen. Bin ich denn jetzt gaga? Wo sind denn jetzt die Teller hin? Ach, da. Ach Gott, ey. Mann, oh, aber auch. Hier, gib mir den Teller. Da rein. Jawohl. Und den mache ich auch weg. Mache ich den? Ich möchte den... Warum kann ich denn diesen Teller jetzt bitte nicht hier reinmachen? So, jetzt. Hier, mach mal die scheiß Mucke aus. Das kostet doch alles Geld, Leute. Echt? Ich frage mich allerdings, ob ich das hier gerade unterschiedlich auch einstellen kann. Sie ist jetzt seit 2 Stunden an der Arbeit und hat fleißig gearbeitet. Ja, und wenn ich jetzt mit Kollegen flirten mache... Geht das? Ja, das geht aber anscheinend. Dass ich mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Okay. Weil geschlafen. Okay. Sie pennt. Die andere ist auf der Arbeit. Wunderbar. Dann würde ich sag mal, ich mach mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Und bis dahin, eure Trin.